Ist klar. Also, ich lese mal was vor. Ich finde, das ist wichtig. Aus Fastenheld Karies. Sieht total bescheuert aus, ich weiß. Hallo, Jay. Also, fünftens. Wir sind auf Seite 110. Das gibt es kostenlos bei Google. Es ist zahnmedizinisch gesichert und ich hatte es in der Einleitung bereits gesagt, kleine Karieslöcher können wieder verheilen. Sie tun es häufig genug natürlich nicht, aber das ist auch kein großes Wunder, da die Ernährungsgewohnheiten, die ja erst zu der Entstehung des Karies geführt haben, nicht geändert werden, nachdem der Karies festgestellt wurde. Dass Karies dann trotzdem hin und wieder noch verheilt, zeigt nur, wie klein der Schritt tatsächlich ist, der gemacht werden muss, um Karies sicher zum Verheilen zu bekommen. Der Knackpunkt ist hier, der Zahn muss einfach nur mehr Zeit zur Regeneration bekommen. Und zwar, logischerweise, Regeneration vom Hauptverursacher des Karies, dem Zucker. Ist es wirklich so? Ist es wirklich so, ja? Ist so einfach und so schwer zugleich. Der Zahn darf einfach nicht mehr so oft mit Zucker in Kontakt kommen und dann erledigt sich der Rest von alleine. Bei Sensodyne wird in 4 oder 5 Punkten auf der Website beschrieben, wie es unter Umständen möglich ist, dass sich anfänglicher Karies zurückbildet. Die Ursache wird aber nur am Rande berührt und deswegen wird sich für alle, die es versucht haben, die Umsetzung schwierig gestaltet haben. Zwei gezieltere Änderungen bewirken das Ganze aber effektiver. Doppelpunkt. 5.1.1. Der entscheidende Punkt beim Zucker ist erstmal nicht der Zucker, sondern der Kontakt des Zuckers mit den Zähnen. Zwischen der Entstehung von Karies und der Gesamtmenge des verspeisten Zuckers besteht kein direkter Zusammenhang. Darauf weist die Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik hin. Diätetik. Entscheidend sei die Kontaktzeit eines Lebensmittels mit der Zahnoberfläche. Wichtig sei auch die Konsistenz der Speise, zum Beispiel ob sie klebrig ist. Aus der Morgenpost.
Der Kontakt von Fabrikzuckern mit den Zähnen muss also verringert werden. Das ist nicht ganz so schwierig, wie es sich anhört. Viele Nahrungsmittel, die wir essen, beinhalten keinen Fabrikzucker und sind damit also unproblematisch. Als da wären zum Beispiel rohes Obst, Gemüse, Kartoffeln, viele Chipsarten, Getreide und selbst Weißmehl. Ebenfalls unschädlich für die Zähne sind alle Eiweiße und Fette wie Käse, Milchprodukte, Fleisch, Fisch oder Nüsse. Die zuckerhaltigen Getränke und Nahrungsmittel müssen eben irgendwie an den Zähnen vorbeigeschleust werden. 1. Zuckerhaltige Getränke wie Softgetränke sollten so getrunken werden, dass die Cola nun nicht jeden Zahn umspült und passieren muss, bevor sie heruntergeschluckt wird. Kinder lässt man mit einem Strohhalm trinken. Eine Sonderrolle spielen hier die Obstsäfte. Bei Softdrinks ist jedem aufgrund des hohen Zuckergehalts klar, dass sie nicht gut für die Zähne sind, bei Obstsäften nicht. Wenn das Obst selber für die Zähne auch ungefährlich ist, so ändert sich die Situation bei den industriell hergestellten Obstsäften, selbst wenn sie aus 100% Frucht bestehen, da der Zucker in gelösten Anteilen vorliegt. Bei Apfelsaft wussten 51% der Befragten nicht, dass er schlecht für die Zähne ist. Dies ergab eine Umfrage, die in dem Buch von Strippel aufgeführt war. Hier empfiehlt es sich ebenfalls, die Obstsäfte vorsichtig zu trinken oder eben mit Strohhalm. 2. Zuckerhaltige Speisen. Bei zuckerhaltigen Speisen ist es schwieriger. Die Bandbreite reicht von Eis, welches völlig ohne Kontakt mit den Zähnen gelutscht werden kann, über Kuchen, der zuerst mit der Gabel zerkleinert und anschließend ebenfalls moderat gekaut werden kann, bis hin zur harten Schweizer Schokolade oder Storkriesen. Letzteres sollte bei bereits vorhandenem Karies nun wirklich nicht mehr gegessen werden. Noch schlechter für die Zähne als ein hoher Anteil von Zucker in einem Nahrungsmittel ist, wenn das Nahrungsmittel klebrig und süß ist. Grütze mit Honig, dick und süß, süß und dick. Bei der oben genannten Umfrage wussten 54% der Eltern nicht, dass Müsli-Riegel schlecht für die Zähne sind. Zu diesen süßen und klebrigen Nahrungsmitteln zählen auch die Trockenfrüchte wie getrocknete Pflaumen, Datteln oder Bananen, aber auch Honig. So sagt auch Dr. Schnitzer, es geht darum, sie, in Klammern die Trockenfrüchte, so die Zähne passieren zu lassen, dass dort kein örtlicher Schaden entsteht. Mit Zucker ist hier immer das gemeint, was wir landläufig unter Zucker verstehen, also der raffinierte Zucker oder Fabrikzucker. Am Ende werden natürlich alle Kohlenhydrate in einfache Zucker abgebaut und wir könnten sogar generell zu allen Kohlenhydraten Zucker sagen. Aber das will ich hier jetzt nicht gleichsetzen und es ist auch nicht das, was landläufig unter Zucker verstanden wird. Hier gemeint ist also Haushaltszucker, Traubenzucker oder Fruchtzucker. Dieser Zucker wird in Nahrungsmitteln ausgezeichnet mit Fruchtzucker, Fructose, Glucose, Maltose, Dextrose, Malzextrakt oder Saccharose. Die Inhaltsstoffe der Nahrungsmittel sind in der Reihenfolge ihrer Mengenanteile aufgeführt. Der Inhaltsstoff mit dem größten Anteil wird zuerst genannt, Zucker. Man sollte also bei vorhandenen Zahnproblemen vorsichtig sein, wenn einer der eben genannten Zucker weit vorne steht. Wo ist er? Er ist nicht mehr da. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen den von der Industrie veränderten, einfachen, in Klammern raffinierten, kurzkettigen, isolierten Zuckern, die sofort löslich sind, und zwischen allen anderen Lebensmitteln, insbesondere denen, die noch nicht industriell verändert wurden. Auch wenn man letztlich mit einem geeigneten Versuchsaufbau natürlich jedes Lebensmittel für Karies verantwortlich machen kann, wie wir es gesehen haben. Hier bei der örtlichen Einwirkung im Munde besteht ein starker Unterschied zwischen den unlöslichen komplexen Kohlenhydraten, also Stärken und Auszugsmehlen, die erst von Verdauungsfermenten und von Bakterien langsam in Zucker aufgespalten werden müssen, um Wirkungen zu entfalten, und den löslichen Kohlenhydraten, den Zuckern, die sofort im Munde in eventuell hoher Konzentration verfügbar sein können. 5.2. Das Frühstück. Da habe ich mich entschlossen aufzunehmen. Zusätzlich sollte noch die für die Zähne schlechteste Mahlzeit des Tages geändert werden. Die schlechteste Mahlzeit des Tages ist das Frühstück. Wenn die wertlose Pampe aus Marmelade, Honig, Nutella, zuckerhaltigem Industriemüsli und Weißbrot morgens ordentlich durchgekaut wird, dann ist das ein Fest für jeden Karies.
Auch für das Allgemeinbefinden hat das Zeug keinen Wert, wenn man von den Kalorien absieht. Allerdings sind zu wenige Kalorien nicht das Problem, welches wir westlichen Länder im Moment haben. Eine Änderung dieser Mahlzeit könnte so aussehen, dass stattdessen auf das Frühstück verzichtet wird oder 2 bis 3 Stücke Obst oder ein Käsebrötchen, also zahnfreundlichere Nahrung, gegessen wird. 5.3. Ausnahmen. Es gibt einige wenige Menschen, die über einen so heruntergewirtschafteten Stoffwechsel verfügen, dass ihr Speichel alleine schon in der Lage ist, die Zähne anzugreifen und Karies zu verursachen. Dann nützt es natürlich wenig, den Zucker an den Zähnen vorbeizuschleusen, wenn der sowieso vorhandene Speichel sie die ganze Zeit zerstört. Ich habe schon Säurewerte bei Karieskranken mit rasch fortschreitender Zahnkaries gemessen, die waren so sauer, dass die Zähne schon im Speichel des eigenen Organismus ohne weiteres gut löslich waren. Schnitzer, Seite 150. In diesem Ausnahmefall, wenn der ganze Stoffwechsel wieder in Ordnung gebracht werden muss, ist eine große Ernährungsumstellung vonnöten. Zur Ernährung sage ich noch etwas im Parodontose-Kapitel, ansonsten verweise ich dazu auf Sekundärliteratur. 5.4. Es ist mir ein Rätsel. Jeder Karies bildet sich zurück, sobald ein Mensch oder Tier wieder zu einer natürlicheren Nahrung zurückkehrt. Jeder Tierversuch muss zu den von mir aufgezeigten Ergebnissen führen. Bei den Tieren ist es weitaus einfacher, ihnen wieder natürliche Nahrung zu geben oder die Nahrungsmenge einzuschränken, als beim Menschen. Warum das noch nie gemacht worden ist, ist mir ein Rätsel. Ein eklatanter Mangel an Fantasie. Karies Heilung 2, schwerer Karies. Die Frage an Radio Erivan lautet jetzt: Können wir auch etwas gegen fortgeschrittenen Karies tun? Und die Antwort ist klar. Sehen wir uns aber zuerst einmal an, unter welchen Bedingungen Karies schon verheilt ist oder geheilt wurde. Dr. Weston Price traf bei Naturvölkern öfter auf ausgeheilten Karies. Und zwar war das immer dann der Fall, wenn die Eingeborenen eine gewisse Zeit lang der Zivilisationskost ausgesetzt waren, wodurch der Karies entstand, und danach wieder, meist, weil sie in ihr altes Dorf zurückkamen, zu ihrer alten Kost zurückkehrten. Wenn jungen Leuten Zähne fehlen oder sich Spuren einer überstandenen Karies zeigen, so erfährt Price immer wieder, dass sie zeitweilig ihre Berge verlassen hatten und 1 oder 2 Jahre in dieser oder jener Stadt gewohnt haben. In diesen Zeiten fallen regelmäßig ihre Zahnerkrankungen. Haller, Seite 82. Price besucht eine Internatsschule im Brantford Indianer Reservat. Dort wurden die 160 Kinder mit Nahrung aus dem eigenen landwirtschaftlichen Anbau versorgt. 77% dieser Kinder hatten früher einmal Zahnkaries gehabt. 17% aller untersuchten Zähne zeigten Spuren überstandener Karies. Und Price findet bei diesen Kindern keinen Fall aktiver Karies. Verschiedentlich hatten wir bei solchen Eskimos und Indianern Gebissverfall und andere Degenerationserscheinungen auftreten sehen, bei denen alle Umweltbedingungen unverändert geblieben waren, bis auf eine, die Nahrung. Hier, bei den Kindern des Mohawk-Instituts, liegt der Fall fast umgekehrt. Im Verhältnis zum Dasein ihrer Großeltern waren fast alle Umweltverhältnisse verändert, aber die vollwertige Nahrung führte zum Rückgang bereits begonnener Verfallserscheinungen. In der Inselwelt des Pazifik drängt sich eine Beobachtung immer wieder auf, die geeignet ist, die rasche Auswirkung der importierten Mangelnahrung auf primitive Menschen zu illustrieren. Es gibt viele Inseln, die nur in Zeiten einer wirtschaftlichen Konjunktur von Schiffen angelaufen werden. Es fällt Price auf einigen Tonga-Inseln auf, dass viele Eingeborene deutliche Spuren einer ausgebreiteten Zahnkaries zeigen, deren Aktivität dann aber erloschen ist. Nun stellt sich heraus, dass die Perioden des aktiven Zahnverfalls mit den Zeiten einer Hochkonjunktur auf dem Cobra Markt zusammenfallen. Damals lohnte es sich für die Handelsschiffe, auch die kleineren Küstenplätze anzulaufen und Kopra gegen Mehl und Zucker, Reis und andere industrielle Lebensmittel zu tauschen. Als die Nachfrage nach Kopra sank, für die Tonne Kopra schließlich nur noch $4 gezahlt wurden,
blieben die Schiffe aus und die Inselbewohner hatten nicht mehr die Mittel, sich importierte Waren zu kaufen. Das genügte, um den Zahnverfall auch ohne ärztliche Behandlung zum Stillstand zu bringen. Wenn diese Kariesheilung alle mehr oder weniger mit Glück zu tun hatten, weil die Eingeborenen ihre ursprüngliche Ernährung wieder aufnahmen, so setzte Price seine Erkenntnisse auch gezielt ein. Price behandelte 27 Kinder in Kinderheimen mit schwer geschädigten Zähnen. Der Erfolg dieser Ernährung war eindeutig. Die Zahnkaries kam nicht nur zum Stillstand, es setzte auch eine Regeneration ein. In den Röntgenbildern ist zu erkennen, wie sich in den die Pulpa bloßliegenden Höhlen sekundäres Dentin gebildet und die Pulpa gewissermaßen überdacht hat. Ein besonders drastischer Fall war der einer Patientin von 14 Jahren. Sie hatte ihre vier ersten bleibenden Backenzähne verloren und der Zahn und der Zustand des ganzen Gebisses war derart, dass der behandelnde Dentist die Entfernung aller Zähne und die Anfertigung eines künstlichen Gebisses für unerlässlich hielt. Abgesehen von den Füllungen wiesen die 24 Zähne des Mädchens 42 offene Höhlen auf. Als es zu Price in die Behandlung kam, die Röntgenaufnahmen vor der Behandlung und ein Jahr danach zeigen einen verblüffenden Gegensatz. Abgesehen von den vier bereits früher entfernten Backenzähnen sind alle Zähne erhalten und durch neu gebildetes sekundäres Dentin wiederhergestellt. Aller Seite 124. 6.1. Deutschland. In Deutschland hat besonders Dr. Schnitzer als Zahnarzt seine Ernährungsform speziell auf die Gesunderhaltung der Zähne ausgerichtet. Er schreibt in dem Vorwort seines Buchs: Bei den in diesem Buch beschriebenen Methoden habe ich trotz jahrelanger Erprobung in einer Vielzahl von Fällen noch keinen einzigen Fall gesehen, in dem sie bei exakter Durchführung versagt hätten. Ihre Wirksamkeit ist so zuverlässig, dass zum Beispiel die Kariesanfälligkeit nicht nur verringert, sondern in jedem Fall vollständig geheilt wird, sodass kein einziger neuer Schaden mehr entsteht. Diese Erfahrung von Schnitzer wird auch in seinem Schnitzer-Report, in dem 4700 Menschen zu Wort kommen, die seine Ernährung praktiziert haben, von vielen bestätigt. Totaler Kariesstopp bei vorher katastrophalen Zuständen. Genau. Des Weiteren führte Dr. Schnitzer das sogenannte Mönchweiler-Experiment durch, bei dem die Ernährung der beteiligten Bevölkerung geändert wurde, was zu einem starken Kariesrückgang führte. In seinem Schnitzer-Report finden sich neben den ganzen Zitaten, die von einem Stopp der Kariesanfälligkeit berichten, auch zwei Zitate von Menschen, deren Karies nach der Ernährungsumstellung abgeheilt ist. Besonders bemerkenswert, schon vorhandene Karieslöcher sind wieder zugegangen. Überraschende Ausheilung unbehandelter Kariesstellen. Es geht auch anders. Obwohl es natürlich erstmal beeindruckend ist, dass Karies geheilt werden kann, so werden doch zwei Schwierigkeiten aufgeworfen. Erstens, es dürfte den wenigsten Menschen möglich sein, aus unserer Zivilisationskost heraus, auf die hier alles ausgerichtet ist und an die wir gewöhnt sind, auf eine Vollwert- und Rohkosternährung zu wechseln, wie Preis und Schnitzer sie empfehlen. Zweitens, wenn die Zahnschmerzen schon da sind, fehlt die Zeit erstmal ein paar Wochen zu warten, bis die geänderte Ernährung anschlägt. Nicht unbedingt notwendig. Es gibt aber tatsächlich noch eine weitere Möglichkeit, fortgeschrittenen Karies zu heilen, die gangbarer ist, auch wenn es im ersten Moment nicht so aussehen mag. Fasten. Richtig fasten. Fasten ist einfacher als eine dauernde Ernährungseinschränkung. Der Zahn bekommt die maximale Regenerationsmöglichkeit und es dauert nur ein paar Tage. Bei mittelschweren Zahnschmerzen sind die Schmerzen schon nach 2 bis 3 Tagen Fasten endgültig vorbei und kommen auch nicht mehr wieder. Wenn man dann weiter besser auf seine Ernährung achtet und die wenigen Gewohnheiten geändert werden, die im letzten Kapitel angemerkt wurden, selbst schwerste Zahnschmerzen treten nach 6 bis 7 Tagen Fasten nicht mehr auf. Herr König. Es sind hierbei allerdings mehrere Punkte zu beachten. Du kannst nicht dein Leben lang mit Wodka spülen, das geht nicht. Erstens, Fasten bedeutet Fasten und das heißt rein gar nichts essen. Und nur Wasser oder Mineralwasser trinken. Es gibt Leute, du kannst auch Urinfasten machen, das ist noch besser. Es gibt Leute,
die sagen, sie fasten und dann meinen sie damit, sie essen etwas Schokolade weniger am Tag. Das ist kein Fasten. Zweitens, jemand, der normal gesund ist, kann von hier auf jetzt 3 Tage und länger fasten, ohne dass er irgendjemandem hinzuziehen muss. Bei älteren Menschen oder kranken Menschen ist Fasten natürlich auch gesund, aber es sollte trotzdem ein Fastenarzt konsultiert werden. Drittens, Zahnschmerzen treten periodisch auf. Ist der Zahn also bereits stark angegriffen, dann reichen 2 oder 3 Tage Fasten nicht mehr aus. Selbst wenn die Schmerzen schnell weg sind, sie kommen wieder. In diesen Fällen muss also die Fastenzeit wirklich auf 5 bis 7 Tage ausgedehnt werden. Fasten ist kein Universalrezept gegen alles. Besonders wenn der Zahn schon krank vorbehandelt war, die Krone falsch sitzt, Chemikalien in den Zahn eingebracht wurden und die Schmerzen nicht aufhören, muss natürlich der Zahnarzt aufgesucht werden. Mechanische Probleme kann Fasten nicht lösen. Nun ja, diese Option fällt jetzt bei mir weg. Ich vertraue. Ich vertraue in Gott und mich. Das ist mein Gott, das ist nicht euer Gott. 6.3. Nachbetrachtung Fasten. Dass Fasten bei vielen Krankheiten hilft, ist schon sehr lange bekannt. Siehe zum Beispiel das Buch von Herbert M. Shelton. Fasten kann ihr Leben retten. Oder die Erfahrungswerte der Fastenärzte in den Fastenkliniken. Und jetzt ist es eben einfach auch so, was allerdings vorher keiner wusste, dass Fasten auch bei Karies hilft. Also das Spektakuläre im Unspektakulären quasi. Ich mag das Buch. Oh, jetzt wird's spannend. Kapitel D. Parodontose. Esotnodorab. Esotnodorab. Erstens, Parodontose 1, Zahnmedizin. Unter Parodontose versteht man die entzündliche Zahnbetterkrankung. Diese Entzündung des Zahnbettes ist gekennzeichnet durch einen in der Regel langsam fortschreitenden chronisch entzündlichen Abbau des Zahnstützgewebes mit dem Zahnverlust als Endstadium. Ein paar Daten. Jenseits des 3. Lebensjahrzehnts leiden über 75% der Bevölkerung an Zahnbetterkrankungen, wobei die Zahlen je nach Quelle schwanken, von jedem 2. über 2 von 3 bis hin zu 80%. Die Tendenz ist zunehmend. Nach dem 35. Lebensjahr gehen mehr Zähne nämlich 4-mal so viel durch Parodontose verloren als durch Karies. 1.1. Erkennen der Parodontose. Die Parodontose fängt weitestgehend schmerzfrei an. Es gibt aber Anzeichen für eine Erkrankung des Zahnbetts, die jeder selber erkennen kann. Diese Parodontitis wird meist viel zu spät erkannt. Zunächst merkt der Patient davon wenig, Mundgeruch, schlechter Geschmack, zurückgehendes Zahnfleisch als mögliche Zeichen für das Problem. Parodontalerkrankungen sind gewöhnlich schmerzlos, daher werden sie häufig vom Patienten selbst nicht erkennen. Folgende Zeichen können auf eine Erkrankung des Zahnbetts hindeuten: Zahnfleisch, Bluten und Putzen. Exzessive Zahnpflege. Nee. Genau. Da die Reinigung von Konkrementen unter dem Zahnfleisch schmerzhaft wäre, wird dies immer unter Anästhesie gemacht. Die Zahnreinigung mit Handinstrumenten ist relativ zeitaufwendig. Meist werden 2 bis 4 Stunden benötigt, um alle Zähne exakt zu reinigen. Deshalb werden diese Reinigungen auch mehrere Sitzungen machen. Oh nee, das kann nicht sein. Nee. Durch die Parodontosebehandlung wirken Zähne optisch durch die vor allen Dingen in der Front frei stehenden Zahnhälse extrem verlängert.
Nach der Behandlung von Zahnfleisch und Taschen geht der Zahnfleischrand um 1,5 bis 2 mm zurück. Wenn die Taschen sehr tief waren, können es auch 4 bis 5 mm sein. Viele Patienten erschrecken zunächst einmal, weil ihre Zähne länger wirken und das Gebiss nicht mehr so schön ist. Das ist in diesem Fall aber der Preis für die Gesundheitszahl. Oh, das ist schrecklich, Alter. Ergebnisse. Natürlich lässt sich die Parodontose durch diese ganzen Maßnahmen hier etwas eindämmen. Wäre das nicht möglich, so wäre es schon lange aufgefallen. Trotzdem ist das alles nicht so mit einem richtig durchschlagenden Erfolg verbunden, wenn wir uns die Parodontosezahlen vom Anfang ansehen. Der Erfolg ist selbst dann nicht gewährleistet, wenn alles gemacht wurde, was vorgeschrieben ist. Denn es könnte ja behauptet werden, dass der Erfolg sich nur deswegen nicht einstellt, weil sich zu wenige an die vorgeschriebenen Maßnahmen halten. Folgenden Eintrag zum Beispiel fand ich durch Zufall in einem Zahnforum. Zufall, denn ich besuche sehr selten Zahnforum. Mann, das ist nicht alles. Meine Omi hat immer für meine Omi und also für sich und den Opi gekocht. Und die hatten noch Kartoffeln aus dem Garten. Wieso hatte meine Omi am Ende noch alle Zähne im Mund und mein Opi nicht einen einzigen? Doch einen hat er noch. Hä? Der hat immer Bonbons gelutscht. Aber da hatte der schon keine Zähne mehr. Ja, es gibt immer zwei Seiten von der Medaille, nicht wahr? Die Anima. Zucker. Unbewusst. Bewusst. Naja, wollen wir weiter mal. Parodontose 2. Parodontose ist eine Stoffwechselkrankheit. Ich denke, es ist jedem offensichtlich, dass es den Stoffwechsel nicht viel verändert, wenn man sich öfter die Zähne putzt. Natürlich verzögern die von der Zahnmedizin angewendeten Methoden zur Bekämpfung der Parodontose den Zahnverfall. Allerdings sind es eben nur die Symptome. Bakterien und Zahnfleisch angreifen der Plaque, die durch den fehlerhaften Stoffwechsel entstanden sind, die beseitigt werden. Ursachen. Wenn man Karies als Folge des direkten Angriffs des Industriezuckers auf die Zähne sehen kann, so ist das bei der Parodontose anders. Parodontose ist ein Problem, welches sich über einen längeren Zeitraum entwickelt hat. Der Organismus schafft es nicht mehr, der für ihn schädlichen Bakterien Herr zu werden. Und in der Folge bildet er Enzyme, die auch körpereigenes Gewebe zerstören. Um das zu beheben, müssen wir dem Organismus wieder mehr Zeit zur Regeneration geben. Bekommt er diese, wird er also entlastet von der zivilisatorischen Überernährung. Dann versetzen wir ihn in die Lage, sich um andere dringende Aufgaben seiner Haltung zu kümmern, die er vorher so nicht wahrnehmen konnte. Die Annahme, dass der Organismus nichts von den Zerstörungsprozessen mitbekommt, die im Mundraum ablaufen, sei es nun der Zahn selbst oder das Zahnfleisch, ist naiv. Allein er kann bei dem Dauerdruck, dem er ausgesetzt ist, nichts dagegen tun. Das Erste, was er aber machen wird, wenn wir ihm den nötigen Freiraum verschaffen, ist, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, die schiefgelaufen sind. Er wird die für ihn schädlichen Prozesse aufhalten, problematische Bakterien abräumen und einen gesunden Stoffwechsel wiederherstellen. Wir müssen unserem Organismus nur die Gelegenheit geben, dass er die Dinge selbst wieder in Ordnung bringt. Wie das zu machen ist, wird im nächsten Kapitel gezeigt. Juhu, drittens, Ernährung. Dauerbrenner. Nehmen wir also an, es liegt ein gesundheitliches Problem vor, wie in diesem Fall die Parodontose. Dann gibt es zwei Schrauben, an denen wir bei der Ernährung drehen können. Erstens, die erste Schraube ist das Fasten. Fasten your seatbelts. Diese Schraube hat, um bei dem Bild zu bleiben, drei Einstellungen. Nicht fasten, was natürlich der Normalfall ist, einen Tag in der Woche fasten und zwei Tage hintereinander in der Woche fasten, wobei das Letztere natürlich wirklich viel ist. Der bereits erwähnte Vorteil beim Fasten ist, weil der Organismus von der Nahrungsverwertung völlig entlastet wird, kann er sehr effektiv Aufräumprozesse durchführen. Zweitens, die zweite Schraube ist die Erhöhung des Rohkostanteils in der Ernährung. Den maximalen Anschlag würde ich bei einem Rohkostanteil von 50% sehen.
Bei Rohkost gibt es zwei Möglichkeiten, Obst und Gemüse. Rohes Obst ist einfach. Man isst einfach zum Beispiel statt des Frühstücks ein paar Stücke Obst. Etwas aufwendiger ist rohes Gemüse, was als Rohkostsalat gegessen werden kann. Diese Gemüsesalate sollten möglichst einfach gehalten werden. Nur die rohen Gemüse oder Salate oder einige Gewürze und einige Gewürze. Es empfehlen sich Rohkostsalate, wie Dr. Schnölzer sie vorschlägt. Sie schmecken gut und sind einfach und schnell zubereitet. Es werden zumeist zwei Gemüse- oder Salatsorten zusammengemischt. Salate werden mit einem einzelnen kaltgepressten naturbelassenen Öl wie Oliven oder Distelöl, Distelöl ist nicht so gut, und vielleicht etwas Zitrone oder Grapefruit und Basilikum abgeschmeckt. Gemüse und Tomaten, Gurken werden gewürzt mit weißem Pfeffer, Muskatnuss, Blumenkohl oder einem ähnlich einfachen Gewürz. Das sieht farblich alles gut aus, ist roh und wird durch die Zubereitung kaum verändert. Prinzipiell braucht man dazu keine weitere Anleitung. Man kauft sich einfach zwei Gemüse, mischt sie zusammen, würzt etwas und fertig. Wer dennoch Anregungen sucht, findet zahlreiche Zubereitungsvorschläge mit Bildern im Buch Schnitzel, Intensivkurs, Schnitzel, Normalkurs. Kurze Zubereitungstipps für die Gemüsesalate finden Sie auch im Schnitzelreport aus Seite 65 oder im Kursbuch, selbst in der Ernährungsseite 24 bis 26. Ah, ist das schön. Ein 50% Rohkostanteil in der Ernährung würde also bei 4 Mahlzeiten am Tag 2 Rohkostsalate und 1 Rohkostsalat und eine Obstmahlzeit und 2 bisherige Mahlzeiten bedeuten. Das Ganze könnte damit so aussehen. Morgens Obst, mittags wie immer Kaffee, Rohkostsalat, abends wie immer. Oder wenn man nachmittags auf der Arbeit Kaffee trinkt und nicht auf das Beisammensein dort verzichten will, morgens Obst, mittags wie immer Kaffee, wie immer abends. Drittens, 3 als Beispiel. Ich hatte Taschentiefen von 3 bis 4 mm an den Zähnen. Ich habe daraufhin ein Jahr lang an einem Tag in der Woche nichts gegessen und zusätzlich den Rohkostanteil meiner restlichen Ernährung moderat erhöht. Danach waren die Taschentiefen wieder normal und auch die Komprimente waren verschwunden. Aufgrund von beruflichem Stress habe ich dann auf den Fastentag wieder verzichtet. Und was passiert? Was sagt die Wissenschaft? Natürlich kennt die Wissenschaft und hier insbesondere die Altersforschung die positive Auswirkung von reduzierter Nahrungsaufnahme auf Gesundheit, Alter und Lebensstil. Konnte das bisher zwar eindrucksvoll, jedoch aufgrund der langen Beobachtungszeiten nur bei Mäusen und Ratten nachgewiesen werden, so wurde vor kurzem in den Medien von einem Experiment mit Rhesusaffen berichtet. Dieser Versuch läuft seit nunmehr über 25 Jahren am Wisconsin National Primate Research Center und die Unterschiede zwischen den verschiedenen ernährten Tieren sind jetzt anhand der Beweglichkeit der Tiere und auch äußerlich sichtbar. So eine Scheiße, ey. Einen Bericht dazu fand ich auf spiegel.de am 11.12.2006 und in der Bildzeitung konnte man am 1.11.2006 auf der letzten Seite Fotos der beiden Rhesusaffen sehen. Die Begründung, die dort dafür geliefert wurde, war: Die kalorische Restriktion schaltet offenbar einen uralten Überlebensmechanismus an. Betroffene Organismen lassen es ruhiger angehen. Die Körpertemperatur von Rhesusaffen etwa sinkt um 0,5 Grad Celsius. Die verbleibenden Kräfte werden darauf verwendet, Schäden in den Zellen zu reparieren. Spiegel.de 6.11.2007. Es geht hier nicht darum, dass ich bei uns eine reduzierte Nahrungsaufnahme auf Dauer für machbar oder für anstrebenswert halten würde, denn unser Leben ist weit mehr Bedingungen unterworfen als jenes von Versuchstieren. Aber bei gesundheitlichen Schwierigkeiten sehe ich es durchaus als ein Mittel an, über das man nachdenken sollte. Genau ins Bild passt übrigens, dass die Medizin jetzt den Stoff sucht, der für diesen positiven Effekt verantwortlich ist, damit er isoliert und bequem als Tablette geschluckt werden kann. Es ist zwar absurd zu denken, dass das geht, da der ganze Organismus an einem derart tiefgreifenden Prozess beteiligt ist, aber keiner soll irgendeine Entbehrung auf sich nehmen oder gar seine Gewohnheiten ändern müssen. Weitere Möglichkeiten. Genauso ist natürlich auch die Schnitzelkost als reine Vollwertkost gegen Parut und Rosa einsetzbar. Zitate, Zitate, Zitate.
nach Brotpaude und Hose. Kennst du den Film Castaway mit Tom Hanks? Tom Hanks stürzt mit einem Flugzeug ab und landet auf einer einsamen Insel. Eine Schlüsselszene, bei der der ganze Kinosaal aufstöhnte, war, als er Zahnschmerzen bekam und sich den Zahn mit Hilfe einer gewagten Konstruktion aus Bindfäden und Holz und einem Stein, mit dem er zuschlug, rausschlug. Tatsächlich aber war das Hollywood pur, denn bei karger, natürlicher Ernährung heilen die Zähne aus und Entzündungen klingen ab. So etwas ist also gar nicht möglich. Wusste natürlich keiner, weder die Macher des Films noch das Publikum. Deswegen haben sich alle gegruselt und sind mit dem dankbaren Gefühl nach Hause gegangen, dass sie heute leben, bei unserer guten medizinischen Versorgung und nicht damals oder woanders. Als Lehre für das Leben kannst du daraus aber mitnehmen. Du darfst nicht alles glauben, was in Hollywood-Filmen gezeigt wird. Klumpen und Kinder. Also schon gelesen. Bei Kleinstkindern ist Karies die häufigste chronische Erkrankung. Oft kommt sie in einer besonders schweren Form der Nuckelflaschenkaries vor. Die Zähne sind zerstört, Entzündungsherde entstehen, die allgemeine Gesundheit des Kindes ist gefährdet. Die Nuckelflaschenkaries ist kinderrichtige Zahnpflege, Stillzeit, Nuckelflasche. Becher, Daumenlutschen, Schnuller, Zahnpflege, Atmen mit offenem Mund, Fissurenversiegelung, Nachteile der Fissurenversiegelung. Obwohl der Arzt ja oben sagte, Gegenargumente sind nichtig, führte ich jetzt trotzdem einfach mal ein paar auf. Der Zahnschmelz an der Oberfläche wird weggeätzt. Guck mal, heute ist dieses Verfahren in Verruf gekommen, nicht ganz ungefährlich zu sein und unter Umständen durch die Abgabe von Kunststoffpartikeln das Immunsystem zu belasten. Die Versiegelung schützt nur einige Jahre und nur einen Teil des Zahns und muss trotzdem putzen. Ich halte die Fissurenversiegelung nicht für wirklich gefährlich. Ich wollte mit den Gegenstimmen nur zeigen, dass es überraschenderweise auch andere Ansichten gibt. Als die Hip-Hip-Hurra, wir machen Fissurenversiegelung bei jedem Ansicht, die manchmal von einschlägigen Stellen verbreitet wird. Und das andere ist, es wird wieder ein neuer Nebenschauplatz aufgemacht, um Karies zu bekämpfen. Da auch hier die Ursache für Karies nicht berührt wird, kann die Fissurenversiegelung zwar das Kariesrisiko kurzfristig senken, aber im Endeffekt wird sie so erfolgreich sein wie Fluoride in Zahnpasta. Zahnfehlstellung und Weisheitszähne. Zahnersatzplomben. Nachteile von Gold, Vorteile von Gold, Kronen. Pflegemaßnahmen, Haltbarkeit, Schwierigkeiten, Haltbarkeit, Brückenimplantate, Teilprothesen. Implantate. Amalgam. Die Amalgam-Befürworter sagen, dass das Amalgam harmlos ist. Die Amalgam-Gegner hingegen machen es für fast jede denkbare Krankheit verantwortlich. Die Wahrheit dürfte wie immer irgendwo in der Mitte liegen. 8.1 Nachteile des Amalgams. Das Problem am Amalgam ist, dass es permanent Quecksilber, Silber an den Körper abgibt, und zwar in Größenordnungen höher als die, denen unser Organismus natürlicherweise ausgesetzt ist. Dieses Quecksilber, aus dem die Amalgamfüllungen zu etwa 50% bestehen, lagert sich im Gehirn, den Nieren, dem Knochenmark, der Mundschleimhaut, dem Zahnhalteapparat, den zahnumgebenden Kronen und bei Schwangeren im ungeborenen Kind ab und reichert sich dort immer weiter an. Das Ganze in Abhängigkeit von der Zahl der Amalgamfüllungen, und es bleibt jahrelang nachweisbar. Das Quecksilber verteilt sich jedoch nicht gleichmäßig im Körper. Personen mit mehr als 10 Amalgam gefüllten Zähnen, ich habe 3, ich hatte mal 4, glaube ich zumindest, haben beispielsweise im Mittel eine etwa 10-mal so hohe Quecksilberkonzentration in der Nebenniere, in der Nierenrinde, als Personen ohne Füllung. In der Leber fanden wir etwa 4-mal so viel Quecksilber und im Gehirn etwa 2-mal so viel.
Hieraus ergibt sich, dass zumindest unter mitteleuropäischen Ernährungsgewohnheiten bei Personen mit höherer Zahl an Amalgamfüllungen und diese die Hauptquelle für die gesamte Quecksilberbelastung darstellen. Problematisch ist das Amalgam auch, weil die Quecksilberbelastung von der Mutter an das Ungeborene weitergegeben wird. Sicherheit. Deswegen gibt es die Empfehlung, das Verlegen von Amalgamfüllungen in der Schwangerschaft zu vermeiden, da beim Legen, Aufbauen und Polieren von Füllungen besonders große Quecksilbermengen präsent sind. Aber unabhängig von der akuten Belastung beim Bohren erbt das Kind auch die chronische Belastung durch die vorhandenen Amalgamfüllungen von der Mutter. Bei Säuglingen und Babys finden sich in Abhängigkeit von der Anzahl der Amalgamfüllungen der Mutter stark erhöhte Quecksilberkonzentrationen in den Nieren. Zudem sind Fötus und Säuglinge besonders empfindlich gegenüber metallischem Quecksilber. Daher sollten entsprechend einer Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes für 1992 während Schwangerschaften stets größere zahnärztliche Arbeiten, insbesondere an Amalgamfüllungen, nur durchgeführt werden, wenn sie unumgänglich sind. Deshalb haben wir auch innere Organe von 108 Föten, Babys und Kleinkindern untersucht, die meist am plötzlichen Kindstod verstorben waren. Die Organproben der ungeborenen Kinder stammten von Fehlgeburten oder Schwangerschaftsabbrüchen. Soweit möglich wurde die Zahl der Amalgamfüllungen der Mutter ermittelt. In keinem Fall ergab sich der Hinweis auf eine berufliche Belastung der Eltern, auf eine Belastung des Kindes, beispielsweise durch ein zerbrochenes Fieberthermometer oder durch quecksilberhaltige Desinfektionsmittel im Haushalt. In keinem Fall wurde von einer größeren Zahl medizinischen Behandlungen der Mutter während der Schwangerschaft berichtet. Das Ergebnis dieser Untersuchung gibt zu denken. Es zeigt sich bei den ungeborenen Kindern eine deutliche Abhängigkeit der Quecksilberkonzentration in Leber und Niere von der Zahl der Amalgamfüllungen der Mutter. Auch beim älteren Säugling im Alter von 11 bis 50 Wochen ist die Quecksilberkonzentration in der Niere und auch im Gehirn abhängig von der Zahl der Amalgamfüllungen der Mutter. Babys von Müttern mit einer größeren Zahl an Amalgamfüllungen haben zum Teil deutlich höhere Quecksilberkonzentrationen in der Niere als Erwachsene ohne Füllungen. Wobei die Spitzenwerte für Quecksilber in der Niere bei den Babys ebenso hoch wie bei Erwachsenen mit vielen Amalgamfüllungen liegen. Das gibt's doch nicht, Seite 367. Gewebeproben, die man neben Amalgam gefüllten Zähnen entnommen hat, enthielten tausendmal mehr Quecksilber, als für Gewebe verträglich angenommen wird. Vorteile des Amalgams. Es ist gut verträglich, Millionen Menschen haben Amalgamfüllungen ohne Probleme. Es wird wegen seiner flexiblen Einsatzmöglichkeiten und seiner langen Haltbarkeit genutzt. Resümee. Es muss auch hier ein Abwägen stattfinden. Meiner Ansicht nach dürften aber die Schäden, die die höhere Anfälligkeit einer Kunststofffüllung und damit ihr häufigeres Ersetzen mit sich bringt, bei jenen Plumpen und bei den meisten Menschen die Schäden überwiegen, die durch eine erhöhte Amalgamaufnahme entstehen. Trotzdem, das exzessive Ausmaß, in welchem Amalgam verwendet wurde und welches immer weiter gesteigert wurde, war zu viel. Du kannst nicht allen Menschen über das Leben verteilt 30 bis 40 Quecksilberplomben in die Zähne setzen. Auf Dauer wären dann alle nachfolgenden Generationen gleich beim Start ins Leben mit einer erhöhten Quecksilberdosis belastet. Dann kommen noch die Hormonbelastungen durch Trinkwasser, Fluoride und so weiter hinzu. Und du weißt schon, das summiert sich alles. Die millionenfache Amalgamverwendung beeinträchtigte zwangsläufig aber auch einige Jugendliche und Erwachsene. Und da wir alle auch kein Quecksilber im Körper haben wollen, wurde die Amalgamgeschichte gestoppt und das ist auch gut so. Und auf der anderen Seite jedoch muss man auch sagen, sehen, welche gangbare Alternative hatte man denn damals zum Amalgam. 9. Tote Zähne. Wenn der Nerv, das heißt das Zahnmark oder die Pulpa des Zahns getötet wird, entweder durch tiefe Karies oder durch den Zahnarzt, dann spricht man von einem toten Zahn. Der Zahnarzt kann den Zahn versehentlich töten, wenn der Zahn zu heiß oder zu schnell beschliffen wurde. Eine Krone oder eine Brücke oder wenn zu viel von der Schmelzschicht entfernt wurde. Genauso kann es passieren, dass der Zahnarzt ein Inlay oder eine Krone einsetzt und sich dann der Zahnnerv entzündet und alles wieder zerstört und der Nerv getötet werden muss. Des Weiteren wird der Zahn natürlich auch zwangsläufig bei einer Wurzelbehandlung getötet. Miek spricht davon, dass Zähne für eine Krone 20 Minuten beschliffen werden müssen, damit sie nicht zu heiß werden und die Pulpe absterben kann. Ein toter Zahn hat eine Reihe von Nachteilen.
Er wird seiner Vitalität beraubt und ist in der Folge ein sehr schlechter Ersatz gegenüber einem gesunden Zahn. Ein wurzeltoter Zahn hat nur noch eine reduzierte Lebensdauer und springt und bricht irgendwann ab. Insbesondere wird die Lebensdauer einer etwaigen Brücke stark reduziert, wenn ein Pfeiler ein überkronter toter Zahn ist. Lange wird so ein Zahn durch die Doppelbelastung tot und beanspruchter Brückenpfeiler nicht mehr zur Verfügung stehen. Ein wurzeltoter Zahn färbt sich dunkel. Durch das jetzt fehlende Schmerzempfinden des Zahns ist die Alarmanlage des Körpers ausgeschaltet. Solange das Warnsystem intakt ist, funktioniert in gewissem Sinne das Immunsystem. Ich bin gerade auch nicht bei der Sache. Also das war anders. Die Wurzelbehandlung. Vorteile, Nachteile. Schäden durch tote Zähne und Amalgam. Amalgame und tote Zähne sind in den Ruf gekommen, für Gesundheitsschäden des ganzen Organismus verantwortlich sein zu können. Darum wurde schon die eine oder andere Amalgamsanierung, das Entfernen aller Amalgamfüllungen oder auch die eine oder andere Herdtherapie, das Ziehen aller toter Zähne durchgeführt. Tote Zähne. Erfolge durch das Entfernen von toten Zähnen. In der Schulmedizin versteht man unter einem Herd oder einem Störfeld einen genau abgegrenzten Krankheitsprozess, der über die direkte Umgebung hinaus eine Fernwirkung hat. Zum Beispiel könnte ein entzündeter Zahn Gelenkschmerzen verursachen oder Kopfschmerzen werden von einem wurzelbehandelten Schneidezahn ausgelöst, der selbst überhaupt keine Schmerzen verursacht. Im Mund können laut Rosemarie Mieg folgende Störungen ins Herd wirken. Tote Zähne, wurzelgeführte Zähne, nicht jeder tote Zahn ist ein wurzelgeführter Zahn. Aber jeder wurzelgeführte Zahn ist ein toter Zahn. Verlagerte Weisheitszähne, eine größere Operation im Kiefer, wenn sich danach der Knochen entzündet oder ein gezogener Zahn, dem der Kieferknochen nicht ausheilt. Die letzten beiden Fälle heißen dann Knochenentzündung oder Kieferostitis. Was macht wurzelgeführte tote Zähne zum Herd und somit so problematisch? Aber nicht. Amalgam, Erfolge durch das Entfernen von Amalgam. Es gibt glaubwürdige Berichte von Patienten, deren Krankheiten nach der Amalgamsanierung verschwanden. Und es gibt auch Aussagen von Ärzten, die erlebt haben, dass nach einer Amalgamentfernung Beschwerden wie Neurodermitis, Asthma, chronische Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen verschwanden. Wenn du intakte Amalgamfüllungen hast, dann lass sie bloß drin. Man fängt nicht an, an Zähnen herumzubohren. Die sich ruhig verhalten. Na gut. Ich hatte, als ich Zahnschmerzen hatte, angefangen zu fasten. Die Zahnschmerzen verschwanden während des Fastens und nach einem Jahr Ernährungsumstellung auf die Karies. Alles hatte mich so beeindruckt, dass ich dieses Buch darüber schrieb. Meine Behauptungen, die auf eigener Erfahrung und der angegebenen Literatur beruhen, sind damit die folgenden. Akute Zahnschmerzen und auch Entzündungen verschwinden nach mehrtägigem Fasten. Durch eine Ernährung, die entweder 1 bis 2 Tage Fasten in der Woche beinhaltet oder stattdessen einen hohen Rohkostanteil von etwa 50%, hält im Laufe der Zeit Karies ab.
Für mich ist das Thema Zähne, nachdem ich meine Probleme beseitigt und dieses Buch geschrieben habe, abgeschlossen. Es ist kein Risiko, meine Vorschläge auszuprobieren, wenn man ansonsten gesund ist. Genauso wenig sehe ich bei Verzicht darauf ein größeres Problem darin, die Zähne vom Zahnarzt machen zu lassen. Schön. Pause.